Verehrte Zuschauer, darf ich Sie begrüßen zum Chefs Homeoffice Nummer 5 mit dem Rolf Gavietzel, nicht Nummer 5, Entschuldigung, Nummer 8 sind wir bereits schon, mit dem Rolf Gavietzel aus Grenken. Er ist der Tausendsassa aus der Schweizer Kochszene, kann man sagen. Er hat einerseits eine Kochschule, Freestyle Cooking, dann hat er ein Restaurant in Grenken mit dem Laborstation 1, dann hat er ein Herzensprojekt Kids Up an den Herz, mit Kind, wo man dann später auch noch etwas dazu fragt. Und er ist bekannter Molekularkoch und Kochbuchautor. Herzlich willkommen bei uns im Talk, lieber Rolf. Hallo Matthias, hallo miteinander. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil dich kennt man sehr, sehr gut. Natürlich auch über die ganzen verschiedenen Bücher, die du verkauft hast. Auf der einen Seite hast du als Restaurant eben Station 1 in Grenken mit dem zugehörenden Molekularlabor, kann man sagen, oder mit der Molekularküche. Jetzt, wie sieht im Moment die Situation für dich aus? Wie habt ihr jetzt das Ganze erfahren mit der momentanen Krise bei euch? Ja, eigentlich, uns trifft es so wie alle. Das heisst, bei uns hat es am 28. Februar angefangen, dass die ganzen Anlässe innerhalb Sekunden abgesagt worden sind, weil wir sind ja auch noch relativ stark im Eventbereich tätig gewesen bis jetzt, sage ich jetzt mal. Da ist alles weggebrochen und dann haben wir uns müssen zuerst moralisch wieder fangen und sind relativ schnell ins Takeaway eingestiegen. Das heisst, wir bieten am Mittag einfach immer ein Menü an, wo man einen Tag vorher bestellen muss. Und so haben wir eigentlich wenig Verlust und arbeiten nicht auf die Halden raus. Ja. Okay. Ihr habt ein ganz spezielles Konzept beim Station 1 in Grenken, wie du jetzt schon angetönt hast. Und daneben, ich war mal bei euch auf Besuch, gewesen, so eine Laborküche, wo du pröbelst. Und erzähl doch mal ein bisschen von dem Konzept, wie funktioniert das Ganze? Genau, wir haben einerseits einmal jetzt die Station 1 gehabt, bis anhin, wo es in dieser Form nachher nicht mehr wird geben, wegen Corona. Sprich, wir können das Konzept nicht mehr so anbieten. Dann haben wir ein Labor. Das haben wir jetzt seit einem Jahr eine Vierzimmerwohnung, wo wir eigentlich so eine mobile Küche drin haben, Pröbeln tun und so Rezepte entwickeln und so weiter. Wir haben dort drin eine spezielle Ellipse. Das heisst, die haben wir gezimmert. Das hat mein Sohn gemacht. Der ist momentan in der Möbelschreinerlehre. Und das war sein Projekt gewesen, aus Holz eine Ellipse herzustellen. Das ist ein Tisch, wo 12 Personen hinsitzen könnten. Aber wir fahren so jetzt runter und reden noch von 6 Personen. Nur schnell noch als Zwischenfrage. Du hast gesagt, an Station 1 könnt ihr nicht mehr so weiterfahren nach der Krise. Was ist denn genau der Grund dafür, dass ihr das nicht mehr kennt? Ja, weil wir reden jetzt wegen dem Coronavirus, wegen der Hygiene, wegen dem Abstand. Also das heisst, wir haben ja jetzt ein Salatbuffet gehabt. Und ich bin überzeugt, dass Salatbuffet in dieser Form nicht mehr stattfinden kann. Okay. Dann ist die Frage, wir haben momentan 30 Sitzplätze gehabt. Ob wir nachher dann runterfahren auf 15, ob sich da für uns wirtschaftlich noch, sag ich jetzt mal, lohnen wird. Und okay, da sind wir jetzt dran, zum schauen, wo der Weg hingeht, sprich im Bereich, ja, was wir machen. Gut. Du hast ja eben ganz verschiedene Tätigkeiten. Ich möchte mal auf das, so ein bisschen, wo du auch bekannt bist dafür, zurückkommen, noch einmal auf die Molekularküche. Das ist ja eigentlich eine Küchenrevolution gewesen, wie die Nouvelle Cuisine dazumal. Jetzt habe ich aber immer ein bisschen das Empfinden gehabt, dass für die Molekularküche haben wir jetzt nicht wahnsinnig viele Botschafter in der Schweiz. Wie zum Beispiel in Spanien oder anderswo, ist die Molekularküche dazumal ein bisschen an der Schweiz vorbeigelaufen, oder täusche ich mich da, hat das in ganz vielen Küchen auch seinen Einzug gehabt, ohne dass man es jetzt wahnsinnig gemerkt hätte? Also ich würde behaupten, die Schweiz war genau gleich federführend in dem Bereich. Am Anfang sind die Leute halt auf das Wort gestürzt, molekular, und dann hat es beim Konsument, je nachdem, ein bisschen, ja, Erinnerungen gegeben, wie Chemie, Atom, nein, danke, sage ich jetzt mal. Dann haben sich viele von dem Wort ein bisschen distanziert. Und wir sind eigentlich, seit ich mit dieser Küche mich auseinandersetze, ja, jetzt fast 15 Jahre, sind wir immer auf dem Wort molekular geblieben. Ich behaupte einfach, dass sich die Sachen zum Teil etabliert haben und man einfach nicht mehr so drüber redet.
Also man hat so die Wellen gesehen von der Schäumli-Party, von den Perlen und so weiter. Und spannend ist jetzt auch im neuen Servicefachbuch, hat man ja jetzt auch wieder den Gary da, also man hat jetzt schon den Abstand drin, wo man eine gewisse Techniken vor dem Gast vorzeigen tut, wieder die Perlen und so weiter. Also das kommt in den Lehrmitteln zum Teil wieder relativ präsent. Okay. Also, du bist ja auch Buchautor. Jetzt bist du nicht nur ein klassischer Kochbuchautor, das natürlich in Anführungszeichen auch. Aber ich habe auch gesehen, du hast schon Bücher über Bier gemacht, über Brot, über Gin. Also auch dort total experimentell in allen Bereichen. Kannst du uns ein bisschen über diese Leidenschaften erzählen? Das geht ja dann schlussendlich auch eben ins Experimentelle, ins Pröbeln rein und dort ganz viele neue Sachen ausprobieren und machen und kombinieren. Ja, also Gin habe ich noch kein Buch gemacht. Ah, okay. Ich habe jetzt ja, ungefähr 14 Bücher geschrieben. Und wir haben dort einerseits, ja, wenn man den Höhenflug hat, tut man ein bisschen ab. Ein Buch schreiben, dann merkt man, wow, der wird nicht so verkauft, dann schreibt man wieder ein bisschen normales. Dort habe ich auch ein bisschen so Balance. Spannend, es geht ein bisschen so in die verschiedenen Bereiche, wie du sagst. Einerseits so ein bisschen im Kaffee rein, aber es hat auch einen Bereich von Altersernährung. Also sprich, wo wir knallhart in die Dementi-Ernährung hineingegangen sind, wie man diesen Leuten das Essen besser, sage ich jetzt einmal, zugeben, vom Schluckprozess und so weiter. Also nicht nur Effekthascherei, sondern auch nützliche Sachen, die ich in den Büchern ein bisschen ansprechen tue. Bücher ist für mich eine Leidenschaft. Viele denken immer, wow, jetzt hat er ein Buch geschrieben, jetzt ist er Millionär. Also ich habe noch keinen Porsche oder Ferrari draussen. Man muss heute eigentlich froh sein, dass man einen Verlag findet, der mit einem das eigentlich trägt, tut, die Leidenschaft. Also ist sicher auch eine idealistische Geschichte, das ist mir klar. Ja. Und vor allem mit solchen Themen, wie du jetzt gerade gesagt hast, betreffend Alzheimer und so, ist das natürlich sehr faszinierend und ist auch aber zukunftsweisend, dass man dort dann auch neue Impulse kann schaffen und sich auch mit Themen auseinandersetzt, wo sich vielleicht jetzt eben noch nicht so viele Leute auseinandersetzen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt gehen wir vom eher Altersbereich hinein zu den Kindern. Also in einem ganz anderen Bereich. Du hast ja auch ein neues Projekt, oder seit einem Jahr, eineinhalb Jahr, Kids ab an den Herz. Jetzt erzähl ein bisschen von diesem Projekt gerne. Ja, es ist eigentlich so entstanden, mein Sohn, der kocht relativ gut und leidenschaftlich. Ist aber in einen anderen Bereich hineingegangen, den ich auch extrem schätze. Aber ich habe festgestellt, als er im Kochunterricht war, also sprich, in der normalen Schule, wo ja das Fach Kochen ist, haben sie eine Art fast zwei Lektionen über die Ernährungstabelle geredet. Und dann ist es ums Praktische gegangen und dann haben sie einfach einen Hotdog zusammengesetzt mit ein bisschen Mayonnaise und Ketchup. Und dann haben sie gesagt, das kann es doch nicht sein. Einerseits redet man theoretisch und praktisch macht man eigentlich nichts. Dann habe ich gedacht, ja, das ist nur bei uns in der Schule, wo wir jetzt gerade wohnen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, das Ganze ein bisschen angeschaut und habe gesehen, dass Kochen eigentlich vernachlässigt wird bei der Jugend oder bei den Kleinen. Und wir haben das Problem, also jetzt vielleicht dann nicht mehr so, dass man keinen Köch findet. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ja, wenn man unten eigentlich nicht die Lebensmittel den Kindern weitergibt, wie wollen sie dann mal irgendwo in unser Gewerbe gehen? Und so haben wir eigentlich das Projekt gestartet. Und sind so ein bisschen unterwegs in der Schweiz, in Schulen, Hauswirtschaftsschulen oder ich mache auch bei uns in Grenken, in der Station 1, wo wir eigentlich so Workshops mit Kindern machen. Okay, jetzt machen wir ja etwas Ähnliches. Wir haben ja das Genuss for Kids während dem Genuss Filmfestival, wo wir auch rund etwa 250 Kinder der Zuger Stadtschule haben. Und du betreust ja neu auch, das haben wir zusammen angeschaut, wenn wir das internationale Genussfilmfestival in Bern machen, im nächsten Frühling. Wir haben das Ganze müssen verschieben, Zug in Herbst rein und Bern vom Herbst in Frühling 2021. Machst ja du das für uns im Auftrag auch mit den Schülern? Da freuen wir uns natürlich sehr, dass du dort tätig bist. Jetzt nur noch ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen? Also was haben die Kinder so im Programm drin, wenn die ankommen, bis zu wenn es geht? Also was läuft dort genau ab? Also mir ist wichtig,
ich mache es eigentlich immer ganz einfach. Ich nehme zum Beispiel das Rüebli, hebe das Rüebli auf und sage, weißt du, darf ich einen Apfel? Jetzt lachst du. Aber ich habe schon erlebt, zum Beispiel, dass das Kind zum Teil nicht mal wissen, dass da ein Rüebli ist. Ja. Einfach so banal. Also man macht ein bisschen so einen Theorieunterricht. Man schaut zum Beispiel ein Ei, wenn man das Gericht mit einem Ei hat und fragt dann, was würdest du jetzt mit dieser Eierschale machen? Also man schaut so das Ganze ein bisschen an. Dann auch sicher miteinander kochen. Und miteinander kochen ist für mich einerseits, das Kind muss Spass haben, weil nicht jedes Kind ist motorisch so begabt. Und da muss man halt relativ gut schauen, wo man Hilfestellung leistet wird oder das Kind ein bisschen autonom arbeiten lässt. Dann mache ich es immer so, und ich finde das System noch gut, miteinander etwas kochen und das Kind schöpft nachher selber. Also es hat die Erfahrung gemacht, ja, früher, als ich daheim gegessen habe bei der Mutter, hat sie da ihren Blumenkohl auf den Teller aufgebiegen und die hatten nicht gerne Blumenkohl gehabt, und dann hat man müssen essen. Und da ist man dann so geblieben. Und so habe ich jetzt den Ansatz, man hat den Blumenkohl in einer Schüssel und dann darf jeder da nehmen, was er mag. Wichtig ist aber, dass jeder von allem etwas probieren muss. Das heisst, wenn es nur ein halbes Löffel ist, es wird alles probiert. Und ich hoffe auch ein bisschen nach Knicken regeln. Ja, genau. Und so macht es eigentlich Spass. Und der ganze Prozess ist eigentlich auch bei mir immer so, dass man eigentlich miteinander schafft, miteinander ansitzt und keiner isst vorher, bis alle eigentlich ihre Arbeit gemacht haben, und dann essen wir miteinander. Und dann entsteht eigentlich so das Soziale. Ja, was kochst du daheim oder was machst du für Sportarten? Und dann merkt man dann relativ schnell, wo man das Kind jemanden abholen kann. Und am Schluss natürlich wieder alles aufräumen. Also eigentlich sehr, sehr schön, auch ich würde fast sagen als Abschlusswort, weil das Soziale, das vermissen wir alle sehr wahrscheinlich in der heutigen Zeit. Es vermissen dort nur Kinder. Das ist sehr ein schönes Projekt, auch so wie du es jetzt erzählt hast. Man hat es sich gar keine vorstellen und man hat die Kinder auch gar gesehen. Und wir hoffen, dass das bald, bald wieder möglich ist, Rolf, dass du diesen Aktivitäten wieder viel stärker kannst nachgehen kannst. Vielen herzlichen Dank für den Talk und für deine verschiedenen Facetten, die du gezeigt hast in dem kurzen Talk. Es ist wahnsinnig, wie viele verschiedene Seiten das du hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Toi, toi, toi für die Zukunft. Und merci viel, viel mal für den Talk. Danke. Herzlichen Dank, Matthias. Und alle miteinander. Tschüss zusammen. Merci. Merci.